Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute eine Runde Orcs Must Die 2. Wir updaten jetzt ein bisschen unsere Büchse hier. Und nochmal Update. Und danach nochmal, aber nicht jetzt, weil wir haben zu wenig Schädel. Das kostet jetzt schon 11. Ah, das ist doch einiges. Aber okay. So. Und dann fangen wir mal an. Dienstboteneingang. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ein neues Intro. Er hat nicht mal überprüft, ob ich noch atme. Er nahm meine Armbrust und meinen Klingenstab an sich und ließ mich halb bewusstlos zurück. Ich könnte schwören, dass er dabei gekichert hat. Als ich spürte, wie die Magie starb, war mir klar, was er getan hatte. Er hatte die Welt gerettet. Aber um welchen Preis? Dürren, Hungersnot. Die Lage hatte sich seit den Orkhorden nicht gebessert. Ich war immer noch der älteste lebende Kriegsmagier. Mit letzter Kraft gelang es mir, einen kleinen, schwachen Spalt zu öffnen. Sie hatte ihre Schwächen, das wusste ich. Aber zusammen als Team hatten meine beiden schwachköpfigen Ex-Lehrlinge durchaus und zwar hier Potenzial. Aus diesem Tor und dann noch irgendwo da hinten, glaube ich. Da kommen die wieder her. So, jetzt muss ich mal was schauen kurz. Ah, hier kann man auch rauf. Okay, sehr praktisch. Wir müssen hier denen ein bisschen einen Umweg bereiten, dass die da nicht gleich hier durchlatschen, sondern dass die da unten gehen. Weil das finde ich jetzt besser. Jetzt gehen die alle hier. Und dann können wir hier Zwergenkrieger aufstellen und whatever. Und gleich auch Fallen positionieren. Der Level ist nämlich ein bisschen härter. Hier kann man vielleicht noch was, wenn ich... 9? Genau. Ja, das ist die Frage. Geht es hier bis nach unten oder nicht? Wie weit nach unten? Ah, ein bisschen blöde Grafik. Ich muss mal schauen. Gehen wir hier rauf. Hier haben wir eine bessere Übersicht. Wenn ich es hier hingebe... Nee, das muss direkt drüber sein. Ja, das ist zu hoch, glaube ich. Ich glaube, das kommt nicht runter hier. Das mit dem Pfeilen. Das muss direkt drüber sein, über den Gegnern. Dann funktioniert's. Gut, dann würde ich sagen... Was nehmen wir denn? Was ist das da? Ja, Sperre. Wir nehmen die Teerfallen. Und setzen die hier hin. So, dann müssen die hier entlang. Das heißt hier nochmal in your face, so auf die Art. Oh, das kostet 600. Scheiße. Können wir hier auch nochmal eine Falle oder machen wir lieber Teerfallen. Teerfallen sind besser. So, dann fangen wir an, Leute. Die kommen sowieso von hier drüben, aber nachher auch von hier. Darum habe ich hier jetzt die Fallen positioniert, weil am Anfang kann ich die ja gemütlich abschießen. Das ist ja, ja, gemütlich ist jetzt relativ, aber ja, so halbwegs halt, ne? Das ist ja ein weiter Weg. Und los geht's, Leute!
Die Kleinen sind ziemlich lästig. Und wir haben ihn. So, wir haben jetzt noch eine kleine Pause. Das finde ich gut. Dann können wir wieder Fallen aufstellen. Was machen wir? Das hier? Mal kurz was schauen. Jo. Die wollen raus hier. Die wollen raus hier. Das ist nicht gut. Wir werden hier noch Fallen aufstellen. Hier. Oh, hier wollte ich auch noch. Aber keine Kohle mehr. Dann lassen wir sie mal raus. Yeah. Kommt, meine Freunde. Na, kommt. Jetzt kommen sie von beiden Seiten. So, da. Wo wollen die hin? Ich verstehe nicht, wieso die hier lang gehen, aber okay. Sind ein bisschen dumm, diese Orks. Ich verstehe nicht, warum die hier lang gehen. Ernsthaft? Die kommen da ja nirgends hin, aber okay, mir soll es recht sein. Oh. Hey, Kleiner. So, da kommen noch ein paar. Haben wir alle? Ne, einer noch. Oder? Noch einer? Jo, hier ist einer. Da unten ist noch einer. So, dann können wir wieder Fallen aufstellen. Was machen wir denn zugleich? Das mit den Barrikaden ist klasse. Hier. Hier. Das werden wir jetzt zupflastern hier mit Fallen. So. Mehr geht leider nicht. Aber das ist in Ordnung. Und wir entfesseln die Horde. Beziehungsweise... Jo, los geht's. Los geht's. Hauen uns hier gemütlich hin. Bestellt und erledigt. Das ist meine Schau. Und sie wird euch umhauen. Haben wir super gekriegt. Jetzt kümmern wir uns um die, die hier kommen. Oh, scheiße, das sind... Die sind lästig. Lol, wo ist meine Barrikade? Die haben das kaputt gemacht. Ich glaub's ja nicht. Solche Ärsche. Haben die meine Barrikaden kaputt gemacht? Da werden wir gleich neue aufstellen. Denn das geht gar nicht. Ah, scheiße, mir fehlt Kohle. So. Haben wir's? Nice. Eine Barrikade hier wieder. Haben die mir das doch glatt kaputt gemacht? Soll ich noch eine zweite hier hin? Hm. Ja, gehen wir noch eine zweite hin. Und los geht's.
hohe, wurmstichige Barrikade hält sie auf jeden Fall auf. Die kriegen ordentlich aufs Maul hier, Leute. Wo wollen die hin? Ja, die Kleinen sind lästig. In die Fresse! Da kommt noch was. In die Fresse! No, hat doch hingehauen. Eine Barrikade brauchen wir wieder. So. Jetzt kann man hier vielleicht noch ein paar Slow fallen. Also bis jetzt scheint es ganz gut zu gehen. Vielleicht noch ein paar so. Ja, zur Sicherheit. Falls hier was durchkommen sollte. Es kann ja nicht schaden, wenn wir das hier zu barrikadieren. Hoffentlich gehen die dann nicht hier. Na gut, da kommen sie auch nicht wirklich weit. Gut, start mal. Runde 5 von 9. Oder Wave 5 von 9. So. Oh, scheiße, das sind die mit den Bomben. Ah, die machen meine Barrikaden hin, diese Säcke. Wow, Schweine. So, komm dir. Jetzt kommen die hier. Ah, oh, das ist schlecht. Aber sie kriegen. Sie kriegen ordentlich. Sie kriegen richtig. Genau, weg da. So, wir brauchen wieder Barrikaden, Leute. Einmal hier. Hier ist in Ordnung. Wir sollten hier noch welche, dass die wirklich meine brauchen. Aber egal. Ich mache jetzt hier noch welche. Das hält die auch auf. Leben brauchen wir jetzt nicht. Da können wir nicht rein. Dann würde ich sagen, diese Teer-Dinger da, dass die ganz langsam sind. Und los geht's! Da kommen sie. Wave 6 von 9. Oh, bis jetzt läuft's gut. Einer rauf, was machen die da oben? Hallo. Boah, im Moment läuft es wirklich hervorragend. Bring hier aufs Maul wie sonst was.
Militärgruben sind auch eine gute Idee. So, jetzt kommen ein Haufen hier. Die Kleinen lassen mal durch. Ich kümmere mich um die hier. So, die haben das schon wieder kaputt gemacht. Ich verstehe nicht, wie die das dauernd machen, ey. Leben. So, wir machen jetzt nochmal eine Barrikade. Das kann doch nicht sein. Wir machen die Barrikaden kaputt. Versteht es, wer will. Mache wieder eine hin. Ich bin hartnäckig. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.